Ihr werdet merken, man benutzt automatisch mehr die Beine für Ausgleichsbewegung. Hi, ich bin's wieder und ich habe heute ein Fahrtechnik-Video für euch mit Tipps. Und zwar, zack, geht um das Thema Treppenfahren. Der Robin hat es schön vorgemacht. Und zwar seht ihr hier eine ganz normale Treppe und davon gibt es halt sehr viele und es macht total Spaß, die immer wieder drip, drip runter zu schredden, sage ich mal. In Anführungszeichen, ein bisschen wie bei den Downhill-Rennen in Südamerika, diese urbanen Rennen, wo man das jetzt schön sieht, wenn es mit Tempo runtergeht über die Treppen. Und ich habe schon mal ein Video gemacht, Treppen springen. Das verlinke ich euch jetzt mal in die Videobeschreibung unten, wo es darum geht, in Treppen reinspringen, in Treppen-Gap springen und so Sachen. Und jetzt geht es heute um einen anderen Aspekt, wie ihr die Treppe optimal fürs Fahrtechniktraining nutzen könnt. Und das will ich euch jetzt zeigen. Für euer Fahrtechniktraining könnt ihr auch die Balance auf der Treppe optimal trainieren, wenn ihr sehr langsam fahrt. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan davon, dass ihr, wenn ihr umwegs fahrt zum Einkaufen, zur Arbeit oder wo auch immer, oder zwischendurch den Trackstand übt, da seht ihr hier, dass man einfach so rumsteht und balanciert. Das könnt ihr an jeder Ampel machen. Das verbessert eure Bike-Kontrolle total. Aber ein kleiner Nachteil ist, schaut mal hier, bei der Übung hat man das Vorderrad eingeschlagen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einen steilen Trail fährst, mit Spitzkehren, dicken Steinen, vielleicht am Gardasee oder auch im Mittelgebirge, und du fährst extrem langsam, musst einen Versetzer machen, es geht weiter und so fort, dann kannst du nicht einfach im Gelände stehen bleiben und das Vorderrad einschlagen. Da liegen überall Steine, Wurzeln, das geht nicht. Deswegen müssen wir auch die Balance üben mit geradem Vorderrad, dann ist man sehr dabei, mit den Beinen auszugleichen. Und das möchte ich euch mal zeigen, wie ihr das in der Treppe optimal trainieren könnt. Schritt für Schritt natürlich, erstmal eine kleinere Treppe nehmen. Ich will es euch jetzt hier zeigen, deswegen haben wir auch schon eine etwas längere. Und schaut mal auf meine rechte Ferse. Die vordere Ferse muss schön hängen, dann könnt ihr euer Körpergewicht auf den Füßen lassen. Wenn ihr das ausprobiert, dann werdet ihr merken, am Anfang ist euer Vorderrad ein bisschen unruhig, aber die Treppen verzeihen das nicht. Dann merkt man, das ist unsicher, deswegen wird man dann Schritt für Schritt das Vorderrad ruhiger halten und die Ausgleicharbeit vor allen Dingen mit dem Körper machen. Da möchte ich euch noch einen speziellen Tipp geben. Ihr werdet merken, man benutzt automatisch mehr die Beine für Ausgleichsbewegung. Das ist eine super Übung. Wenn ihr jetzt Treppenfahrt, ganz langsam, ihr habt die Ferse hängen, dann könnt ihr wirklich spüren, ob euer Körpergewicht auf den Füßen ist oder ihr Druck auf den Händen habt. Das ist einer der häufigsten Fehler. Es geht steil, man bremst sehr viel, dass die Leute mit voller Last auf den Lenker geschoben werden und dann nicht mehr aktiv die Stufen, Wurzeln oder Steine abfedern können. Deswegen gerade die vordere Ferse schön hängen lassen und dann habt ihr auf jeden Fall mehr Sicherheit und könnt locker am Lenker sein, um hier zu federn. Und für die Könner unter euch, ihr könnt natürlich auch ein Game of Bike machen, gucken, wer kann am längsten in der Treppe stehen bleiben, oder ihr macht ein Schneckenrennen, wer zuerst unten ist, hat verloren. Macht es Schritt für Schritt, sucht euch auch mal eine kürzere Treppe aus und kombiniert das mal. Ihr seht jetzt hier, die Stufen sind nicht besonders hoch. Es gibt natürlich auch steilere Treppen. Es gibt Treppen, wo man danach direkt ganz wenig Platz hat, bis man eine Kurve macht, die nächste Treppe fährt. Und ja, da werdet ihr merken, die ganze Welt ist ein Bikerspielplatz. Und gerade wenn es im Wald total matschig und nass ist und ihr keine Zeit habt fürs Fahrradputzen oder so, könnt ihr auf den Treppen optimal an der Fahrtechnik feilen. Das hilft auf jeden Fall. Jedoch immer Schritt für Schritt herangehen, weil es auch eine mentale Sache ist. Wenn man auf eine steile Treppe zufährt, sieht man erstmal nichts. Kleine Dreiertreppe, Vierer, Fünfer, immer langsam steigern. Natürlich könnt ihr zwischendurch auch wieder die Treppen schnell fahren. Habt einfach Spaß bei der Sache, Abwechslung ist gut. Probiert es mal mit dem ganz langsamen Fahren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Marc.